Morgen, liebe Freunde, ich bin auf dem Weg zur Kongresshalle. Da ist heute ein Empfang zu Ehren 60 Jahre Handwerkskammer des Saarlandes in der Bundesrepublik Deutschland, weil die Handwerkskammer gab es natürlich auch schon, bevor das Saarland zurück zur Bundesrepublik gegangen ist, beziehungsweise überhaupt mal zur Bundesrepublik gegangen ist. Vorher war sie ja mal Mitglied des Deutschen Reiches natürlich, aber wo wollte ich darauf hinaus? Genau, jetzt 60 Jahre ist die Handwerkskammer jetzt Handwerkskammer in der Bundesrepublik und deshalb gehen wir jetzt dahin, gibt es einen Empfang, die Ministerpräsidentin wird da sein, der Wolfgang Schäuble, der Bundesfinanzminister wird da sein und das schauen wir uns jetzt natürlich mal an. Der Dezentralisierung. Natürlich brauchen wir auch große, auch sehr große, erfolgreiche, leistungsfähige Unternehmen. Aber die Stärke der deutschen Wirtschaft in allen Bereichen liegt in der Vielfältigkeit unserer Struktur zwischen kleinen, mittleren und großen Unternehmen. Und die Innovation kommt übrigens, die Anpassung an neue Herausforderungen kommt übrigens stärker von den kleinen und mittleren Unternehmen und auch im Handwerk. Und auch das ist eine spezifische Stärke. Dazu gehört übrigens im staatlichen Bereich, auch die Bemerkung will ich ganz kurz machen, dann auch das Prinzip unserer föderalen Struktur. I'm looking good in my suit, so you're looking. Ich bin jetzt mit Sicherheit nicht im Verdacht, groß ein Fan von Wolfgang Schäuble und seiner Politik der schwarzen Null zu sein. Also ich finde sogar, dass sie sehr gefährlich ist. Ich habe das hier auch schon in diesem Vlog öfters mal thematisiert, wo die Problematik wird, dieses Sparen um des Sparen Willens, das hier in Deutschland inzwischen praktiziert wird, von einem Bund, der Einnahmen, also der Überschüsse erwirtschaftet und Kommunen, die überhaupt kein Geld mehr haben. Dadurch sehe ich die Subsidiarität in Deutschland gefährdet. Aber in seiner Rede heute hat er natürlich einen wichtigen Punkt angesprochen. Also eine der großen Stärken Deutschlands liegt natürlich tatsächlich darin, dass wir föderal aufgestellt sind. Und das erschließt sich jetzt nicht unbedingt jedem direkt. Also so eine föderale Struktur, die hat natürlich riesige Vorteile. Also die ist widerstandsfähiger. Weil, also das hat man ja ursprünglich auch mal politisch vor diesem Hintergrund so gemacht, weil man sich gesagt hat, eine der Lehren aus dem Dritten Reich muss sein, dass es nicht so einfach sein darf, in Deutschland die Macht an sich zu reißen. In Deutschland muss man neben der Bundesregierung eben auch die 16 Landesregierungen erstmal hinter sich kriegen. Und da ihr wisst, dass die Wahlen ja unterschiedlich gelagert sind über Jahre hinweg, würde es natürlich auch Jahre dauern, all diese Regierungen zu übernehmen. Und in der Zwischenzeit hätte man vermutlich, hoffentlich, dann auch schon gemerkt, wer da im Grunde genommen jetzt an die Macht strebt. Und also das ist eine Widerstandsfähigkeit, die einem so ein föderales System bietet. Hat aber natürlich auch das Prinzip dieser Subsidiarität. Das heißt, dass die Ebene, die es am besten machen kann, auch Aufgaben wahrnimmt. Ist bei uns zum Beispiel so, dass die Gemeinde die Schule finanziert, also das Schulgebäude. Und das ist ja auch sinnvoll, weil Grundschule vor Ort, die Gemeinde ist am nächsten dran, die kann das am besten tun. Anderes Beispiel, Polizei, haben wir gesagt, ist eine Sache, das sollen die Bundesländer machen, die sind da, die sind groß genug, um das zu organisieren, die sind aber auch nah genug noch an den Bürgerinnen und Bürgern dran, dass da auch eine vernünftige Polizei entstehen kann. Also ihr seht, es ist so solche Sachen, die man da entsprechend gemacht hat. Landesverteidigung dagegen, klassisches Beispiel, macht der Bund, weil das kann man in einer größeren Struktur besser machen. Nicht jedes Bundesland sollte ein eigenes Militär unterhalten. Das wäre völlig Wahnsinn. Es ist ja schon Wahnsinn, dass jedes europäische Land ein eigenes Militär unterhält. Also Subsidiarität ist nur so ein wichtiges Thema. Und dann natürlich Innovationskraft. Also ist jetzt schwierig dafür ein Beispiel zu finden, weil der Föderalismus gerade in den letzten Jahren in Deutschland leider jetzt eher nicht seine Sternstunden hatte. Sprich, also die Bund-Länder-Reform in den letzten Jahren hat dazu geführt, dass immer mehr Kompetenzen zum Bund gehen und die Länder eigentlich weniger zu sagen haben, vor allem in wichtigen Bereichen. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass so ein Land auch mehr darf, nehmen wir jetzt als Beispiel mal die USA mit den Bundesstaaten, die Cannabis-Legalisierung dort. Da war es dann relativ einfach, in einzelnen Bundesstaaten
Demokraten eine Mehrheit zu finden. Und nach kommt jetzt in dem ganzen Staat USA so ein Wandel in der Drogenpolitik. Das wäre was bei uns ja natürlich auch denkbar wäre. Jetzt ist das leider bei uns eine Bundeskompetenz, deshalb ist es nicht so einfach. Aber mal angenommen, das wäre eine Länderkompetenz, dann hätte sich bestimmt schon ein, zwei Bundesländer gefunden, die sagen, okay, wir probieren einfach mal eine neue Drogenpolitik aus, weil wir sehen ja, dass die alte nicht funktioniert. Andere Bundesländer hätten das dann gesehen, das hätten einen gewissen Druck der Öffentlichkeit gegeben, das dort auch zu machen. Und so hätten wir mehr Innovationskraft. Und natürlich, es steht und fällt alles mit den Finanzen. Also ich habe es hier ja auch schon mal erwähnt in dem Vlog, der Stadtrat einer Stadt in Deutschland kann noch so viel beschließen und noch so tolle Ideen haben, eine Gemeinde für die nächsten 10, 20 Jahre zukunftsfähig aufzustellen. Wenn kein Geld in der Kasse ist, weil das ganze Geld oben beim Bund hängen bleibt, ein bisschen noch bei den Ländern und dann bei den Gemeinden im Grunde genommen nichts mehr ankommt, dann kann das auch nicht funktionieren mit der Subsidiarität, dann kann das auch nicht funktionieren mit dem Föderalismus, weil dann natürlich nicht wirklich souveräne Entscheidungen mehr da sind, wenn im Endeffekt alles davon abhängig ist, dass der Bund irgendwelche Programme aufsetzt und dann natürlich genau festschreibt, was muss man tun, um das Geld zu kommen, dann ist es keine souveräne, eigenständige Entscheidung mehr und dann ist es kein demokratischer Vorteil mehr. Deshalb, ganz wichtig, natürlich müssen wir die Finanzbeziehungen wieder auf gesunde Füße stellen in unserem Bundesstaat. Ähnliches gilt übrigens auch für die Europäische Union. Und da ist jetzt wirklich noch viel zu tun. Aber ich rate dringend davon ab, hier das Kind mit dem Bade auszukippen und zu sagen, okay, das funktioniert alles nicht, deshalb versuchen wir es jetzt zentralstaatlich, weil das ist ja viel effizienter und viel toller. Das halte ich A für einen Trugschluss und B mittel- bis langfristig für gefährlich und es wird mehr negative als positive Effekte haben. Ich meine, wenn man das mal anschaut in Europa, die Länder mit Zentralismus, klassisch jetzt Frankreich, die stehen ja jetzt nicht unbedingt besser da als die föderal aufgestellten Länder mit ihren starken Regionen, allen voran Deutschland. Also ist ja vielleicht doch schon was dran, dass dieses System zumindest mal nicht schlechter ist. Und dann sollten wir jetzt gerade in Deutschland, dem klassischen föderalen Staat in der Europäischen Union, nicht anfangen, den Föderalismus über Bord zu schmeißen. You're looking good, yes you're too cute. We'll put on a show tonight. This band is out of sight. I'm in the mood, I feel like dancing. Well, I'm in the mood, I feel like dancing.